Hallo Leute, ich sitze schon wieder am Basteltisch, war jetzt eigentlich nicht geplant, aber ich habe heute Vormittag, gestern Abend und heute Vormittag habe ich mir drei Videos angeschaut. Und zwar die drei Videos von Rhonda Winstedt, Barbara von 49 Dragonflies und von Luise Heinzel zum Thema 5 Digital Item Swap, also 5 Teile Tausch in digital quasi. In jedem Video kam ja die Aufforderung, hey, mach doch bitte mit, lade dir das Freebie runter. Ja, mach einfach mit, das macht Spaß. Und ich natürlich lade mir bei jedem Video natürlich irgendwie die Freebies runter. Klar, wie, was sonst, ne? Ist ja völlig logisch. Eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit, sowas zu machen momentan. Ich habe so viele andere Projekte gerade am Laufen und außerdem ist es Sommer und ich will irgendwie rausgehen. Und ja, jetzt kommen hier so Videos daher und ich müsste jetzt eigentlich drei Videos machen, ja, mit diesen drei verschiedenen Freebies. Habe ich überhaupt gar keine Zeit dazu. Und andererseits habe ich mir auch wieder gedacht, ha, 5 Teile tauschen in digitaler, ausdrucken, basteln, kleben. Wie langweilig, da ist überhaupt keine Herausforderung. Teile ausschneiden, aufkleben, wo bitte ist da die Challenge? Also man muss nichts mit verbundenen Augen machen, man darf Pinsel benutzen, man darf eine Schere benutzen. Wo ist da die Challenge? Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie wollte ich doch mitmachen. Irgendwie fand ich es spannend. Es sind Teile drauf auf den Freebies, die mir gut gefallen. Und insgesamt finde ich auch die Aktion ganz spannend, so unter mehreren YouTube-Kanälen oder Junk Journal Junkies einen Tausch zu machen oder eine Aktion zu machen und andere mit reinzuholen ins Boot, finde ich eigentlich eine schöne Sache. Aber ja, was mache ich jetzt? Ich habe nur Zeit für ein Video. Mehr kann ich nicht machen, schaffe ich nicht. Ja, habe ich hin und her überlegt. Ne? Hin und her überlegt. Ich habe mir dann mal einen Kaffee geholt. Das ist jetzt übrigens mal ein Eiskaffee. Bei uns ist es nämlich schon wieder sehr, sehr heiß. Und überleg halt so die ganze Zeit, was mache ich jetzt damit? Ja, ich habe insgesamt 15 Teile, die man verwenden darf. Ich packe einfach alles in eins. Ich packe alles in eins und ich versuche auch noch alle diese Regeln einzuhalten. Und ich schreibe mir jetzt auf einen Zettel, welche Regeln ich unbedingt einhalten muss. Achtung, hier ist mein Zettel. Das mache ich jetzt. Das ist, glaube ich, die beste Idee. Ja, das ist die beste Idee von allen. Das versuche ich. Moment, ich brauche jetzt noch einen Stift. Nehmen wir jetzt einen Stift. Also, ich denke, ich mache drei Tags, weil sowohl Luise als auch Barbara möchten einen Tag haben. Rhonda gibt das nicht vor, da könnte man irgendwas machen, aber ja, dann wieder da was anderes zu machen, kriege ich wahrscheinlich auch nicht gebacken. Also, wir machen drei Tags in ein Video. So, also das wäre dann der 15 Teile Tausch. Entschuldigung, nur dass ich keine Teile getauscht habe und auch keine Freebies zur Verfügung gestellt habe dafür. Aber das lassen wir mal dahingestellt sein. So, nicht verwenden. Schauen wir mal, was man da nicht verwenden darf. Nicht verwenden darf man echten Rost. Das dürfte nicht schwer fallen. Okay, da ist uns weiter nichts verboten. Hier darf man nicht. Moment, da ist gar nichts. Nichts verboten. Nein, da ist nichts verboten. Barbara hat uns nichts verboten. Das ist sehr schön. Aber Rhonda hat verboten alle Farben. Alle Farben außer. Inks und Embossing-Farben oder sowas. Tee, Kaffee, ja, gut. Das ist, darf man nicht verwenden und muss. Man muss verwenden. Bei Rhonda muss man verwenden. Not use. Okay, man muss verwenden. Suckles. Okay. Bei Rhonda Kreise. Das ist bei Luise, da darf man aber Farben verwenden.
Okay. Und das hier wäre bei Rhonda. So, man muss verwenden. Bei Rhonda muss man Kreise verwenden. Bei Luise muss man. Bei Luise muss man was verwenden? Moment, Moment, Moment. Rost. Fake Rost. Und Handschrift. Handschrift. Und bei Barbara muss man verwenden irgendeine herausstechende Farbe. Also eine lebendige Farbe, vibrant color, irgendwas Grelles. Also zum Beispiel Pink. Pink wäre jetzt zum Beispiel sehr, sehr gut an der Stelle. Mehrmals. Also und hier eine handgezeichnete Blume oder Pflanze. Gut. Und etwas Dimensionales. 3D. Schreibe ich auch nochmal dahin. Das ist ein bisschen komisch. So, das ist jetzt quasi die Zusammenfassung vom 15-Teile, 15-Teile-Tausch, ja? Digitaler 15-Teile-Tausch mit mir alleine, mit mir selbst. Also, wer mit einsteigen will, bitte gerne. Ich hoffe, dass ich dieses Video überlebe heute. Meine Zeit ist heute sowieso sehr begrenzt. Ich hoffe, dass ich jetzt da klarkomme. So, ich werde jetzt als erstes mal die ganzen Teile ausschneiden. Das sind ja ziemlich viele hier, die da zu finden sind. Luise hat hier auch schon so einen Tag irgendwie vorgegeben und Barbara hat hier eine Fläche, die könnte man als Tag nehmen. Bei Miranda ist noch keine Farbfläche dabei, aber dieses wunderhübsche, süße Bildchen hier. Ich werde jetzt erstmal alles ausschneiden und dann sehen wir uns gleich hier an diesem Platz wieder mit ganz vielen ausgeschnittenen Teilen, hoffe ich. Also, bis gleich. So, jetzt habe ich alles ausgeschnitten. Das war vielleicht eine Heidenfutzelarbeit, das kann ich euch sagen. Also Rhonda, diese Dinger hier auszuschneiden, ist mir fast nicht gelungen und ich habe auch noch ganz viel weiße Sachen drin gelassen, weil mir das einfach zu fuzelig war. Huch, da ist noch ein Rest Papierschnipsel. Also das war wirklich eine fuzelige Arbeit und ganz ehrlich, Luise, bei diesem Fisch hier, ja, also bei dem, diese Dinge auszuschneiden, ist ja wohl mal nahezu unmöglich. Ja, da wird man ja wahnsinnig. Ja? Also ich habe beschlossen, dass ich den jetzt irgendwie so verwende, wie er ist, oder ich lasse ihn weg und verwende nur die anderen, das weiß ich nicht. Es ist ein wunderschöner Fisch. Gefällt mir super gut, aber ganz ehrlich, nein, den schneide ich nicht so aus. So, was süß ist, ist der kleine Bub hier. Das ist ganz niedlich. Ich habe mir alle drei Sets jetzt in zwei verschiedenen Größen ausgedruckt. Einmal normal groß auf DIN A4 vollflächig ausgedruckt und einmal noch verkleinert um ein Viertel verkleinert oder so. Also kleiner eben, ja? Kleiner. So, ich zeige es euch hier bei der Giraffe. Das ist einmal so die Originalgröße in DIN A4 ausgedruckt und dann habe ich diese hier noch. Das ist jetzt so zwei Drittel so groß wie das. Ach, was weiß denn ich? Ist doch auch egal. Vielleicht ist es auch ein Viertel. Ich weiß es nicht. Ich kann doch nicht rechnen, Leute. Fragt mich doch nicht. Einfach kleiner ausgedruckt. Damit ich ein bisschen Auswahl noch von den Teilen her habe, ob ich mal groß oder klein verwenden will. So, drei Tags habe ich gesagt. Genau, hier haben wir schon diese Farbfläche von der Barbara. Da machen wir natürlich mal den ersten Tag damit. Ich habe schon überlegt, ob man auch die Tags untereinander durchtauschen könnte, die Teile. Also jetzt zum Beispiel den Bub von der Luise da drauf packen, was ja farblich super gut passen würde. Ich überlege noch. Ich überlege noch, ob ich das mache. Könnte sein. Ja, möglich wäre es. So, Luise hat schon einen Tag vorgegeben. Das ist super, super klasse gemacht, Luise, weil das nehme ich nämlich als Muster für die anderen Tags. Aber ich muss das irgendwo aufkleben, weil das ist ja hier, das ist ja mal gar nichts. Ne? Das ist ja viel zu flimsy. Ich brauche irgendwas, wo ich das aufkleben kann. So, jeder Tag hat jetzt zwei Kartons. Und dann schauen wir mal weiter, was passiert. Nehmen wir jetzt mal den großen Tag von Luise als Vorbild. Die anderen schieben wir mal kurz auf die Seite.
Moment, die Anleitung schiebe ich mal ganz oben an den Rand, damit ich die im Auge behalten kann, weil sonst, ich sehe das nämlich schon kommen, dass ich dann hier wieder so Freestyle rumbastle, wie sonst, und dann kommt ganz was anderes dabei raus, als ich eigentlich wollte. Also, ein Schluck Eiskaffee. Wir nehmen diesen hier als Grundlage für die Farbe. Ich werde den hier aufkleben, aber mit Rand. Und dann kleben wir diese Pappe nochmal auf diese Pappe und das wird dann die Rückseite vom Tag. So habe ich mir das jetzt gedacht und so machen wir das auch, Leute, ne? So machen wir das. Also, auf geht's mit dem Klebern. Da fangen wir mal gleich. So, jetzt haben wir die zwei. Also Barbara, Luise. Moment, seht ihr überhaupt was? Hier, so Barbara, Luise. Oh, jetzt hätte ich beinahe die ganzen Teile hier runtergeworfen. Ach du lieber Himmel, die ganzen Muscheln und das Zeug. Aber das ist von Rhonda. Moment, die Muscheln und das ist ja alles von Rhonda. Oh Gott, es war vielleicht doch ein bisschen zu viel, alles gleichzeitig zu machen. Vielleicht war es doch nicht so gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, Moment, ich muss noch mal überlegen, was ich da jetzt mache. Jetzt ist ja Rhonda dran. Den Tag muss ich ja jetzt auch mal bekleben. Und das ist einfach zu groß und zu rechteckig, dieses Ding da. Deswegen muss jetzt mal kurz die Stanzmaschine runterkommen. Die schwebt jetzt mal aus dem Off rein. Zack, könnt ihr die sehen? Ja. Okay, jetzt suche ich mir irgendeinen Rahmen aus von meinen Stanzformen, der dazu passt. So, mal das mal da rausrollen, das Ding. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas sehen könnt. So könnt ihr mehr sehen, ne? Ich suche mir jetzt eine Stanzform aus, die da drauf passt, die mir da einen guten Rahmen aktuell. Mal sehen. Ich könnte das einfach so stanzen mit so einem, mit so Wellen. Wisst ihr, was ich meine? Einfach nur die Kanten. Muss halt viermal durchkurbeln, aber ist ja egal. Ich weiß nicht, ob das funktionieren könnte, dass ich einfach nur diese an der Seite so eine Welle wegstanze. Könnt ihr überhaupt sehen, was ich hier mache? So, dass ich das abstanze, dass das Ding ein bisschen schmaler wird. Muss halt ein paar Mal durch. Weil ich fürchte, dass diese Ovale, die sind alle viel zu klein. Und ganz unten vielleicht noch so einen Bubble-Rand reinstanzen mit so Löchern. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das machbar wäre. Ich gucke gerade mal noch bei dieser Stanze hier. Da eventuell. Die habe ich noch nie rausgenommen, deswegen muss ich die jetzt kurz mal abtrennen. Da verschwindet halt relativ viel von diesen Kindern, ne? Oder man nimmt halt nur die zwei. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich stanze es einfach weg und nehme nur zwei von denen. Ja, auch eine Möglichkeit, ne? Den anderen ignorieren wir da an der Seite mit dem pinken. Oder die. Aber ich wäre ja die ganz süß, ne? Ach, Leute, ich weiß es nicht. Ich versuche das jetzt mal mit dem Rand und wenn das alles nicht klappt, dann muss ich halt noch mal eins ausdrucken, wenn das nicht hinhaut. Aber vielleicht geht das ja auch so. Probieren wir es einfach mal, oder? Was sagt ihr? Komm. Trial and Error ist auch meine Lieblingsvariante. Und wieder zurück. Noch einmal zurückgekurbelt. Das ganze Spielchen und dann schauen wir mal, was passiert ist. Ich hoffe, das hat schön gecuttet hier. Oh ja, gecuttet hat es gut. Ja, dann haben wir jetzt so einen Wellenrand und machen wir auf die andere Seite auch noch einen Wellenrand. Und oben und unten machen wir vielleicht diesen Bubble-Rand. Mal gucken. Ich weiß auch nicht. Also ja, ihr braucht gar nicht lachen, aber ich muss hier irgendwie Ideen produzieren, ne? Und das Ding muss schmaler werden, weil es muss auf diesen blauen Tag. Ja, was soll ich machen, ne? So ist es halt.
oben und unten diesen Bubble-Rand. Mal gucken. Ich muss das sowieso rausholen, alles hier. Also entweder... Oh, also manchmal, ich weiß auch nicht, was sich die Verpackungshersteller immer so denken. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Diese Kante, Kantenstanze hier. Also auf jeden Fall mache ich hier unten diese Bubbles hin. Das machen wir mal als erstes, weil das ist eh schon fix, dass es so wird. Das mache ich auf jeden Fall. Dann stanzen sich da unten nämlich auch ein paar Löcher rein. Löchlein, kleine. So, auf geht's. Oh, das knackt immer so schön. Wenn es so schön knackt, dann weiß ich, okay, alles durchgestanzt. Perfekt, perfekt. So, dann müssen wir da diese Dinger hinten raus picken, die da drin sind. Gehen zum Glück ganz easy raus, sind schon weg. Da sind sie alle freiwillig rausgegangen. So, dann haben wir unten so einen Lochrand. Ja, ist interessant. Und oben, was machen wir oben? Haben wir jetzt oben auch noch einen Lochrand hin. Moment, ich muss mal kurz auf diesen Tag drauflegen, wie das jetzt wirkt. Wie wäre es, wenn wir oben auch einen Lochrand hin machen? Machen wir doch einfach, oder? Pff, ist doch ganz egal. Machen wir genauso. Machen wir genauso. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Oben einen Lochrand reinstanzen. Jawohl. Dann ist er auch wirklich der Tag klein genug, um ihn tatsächlich dann aufzukleben, dieses Motiv. Oh nein, Moment, Moment, nein, 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 das ist verrutscht, das darf ich nicht mehr zurückhobeln. Oh. Ich habe gerade erst aufgesaugt und dann fällt mir die Stanze mit den ganzen Dingern runter. Na toll, ein Träumchen. Gut, also die ist nicht schlecht, die Stanze, muss ich sagen. Ja. Habe ich noch nie eingesetzt, weil es das erste Mal. Gefällt mir aber ganz gut. Funktioniert auch super. Danke Action. Das ist meine Rettung gewesen für diesen Tag von Rhonda. Puh, so, okay, jetzt müssen wir das nur noch da aufkleben. Ne? Wo ist die Klebeding? Da. Gut, jetzt kleben wir das auf den Tag auf und hoffen und beten. Ah, Moment, wir brauchen natürlich... Das geht relativ weit nach oben, würde ich sagen, ja. Okay. Dann haben wir nämlich diese Hintergründe schon. Lieber Himmel. So, außerdem, wisst ihr, was gut ist? Was mir gerade einfällt, was Ron da unbedingt will. Das habe ich jetzt zufällig schon erfüllt, nämlich die Circles. Die Circles habe ich jetzt schon reingestanzt. Ach, ist das schön. Ich brauche mich gar nicht mehr um die Circles kümmern. Was für ein Träumchen. Oh, der Klebestift, der ist inzwischen schon wieder so weich, dass der so richtig barzig wird. Das hier, das ist richtig fies. Richtig, Okay, jetzt haben wir schon mal die Grundlage geschaffen für diese ganze Angelegenheit. Wunderbar. Und ein Ding haben wir schon erledigt. Das streiche ich durch. Nämlich die Kreise. Habe ich erledigt. Ist erledigt. Was haben wir noch? Barbara. So, Moment. Sollen wir erst das fertig machen von Rhonda? Weil Rhonda wollte Kreise... Verbietet aber alle Farben und Inks. Okay. Außer Inks. Also alle Farben gehen, aber nicht, aber Stempelfarben gehen. Keine Stifte. Also keine Stifte, keine Tuben, keine Pinsel, keine Wasserfarben, kein nix dergleichen. Und ich würde sagen, ich klebe jetzt erstmal kurz diese Rückseite dann direkt dagegen, weil das wird ja die Seite, auf der man dann schreibt. Also entweder lasse ich jetzt auch nochmal wieder einen Abstand. So dass man das Helle dann hinten sieht. Oder ich klebe das passgenau auf. Ich glaube, ich lasse auch noch mal so einen Abstand. Warum eigentlich nicht? So, jetzt haben wir unsere drei Grundlagen. Und jetzt können wir schauen, wie wir da die Sachen drauf verteilen. Ne? Also die Elemente, die wir jetzt übrig haben. Man muss alle fünf Teile verwenden, das ist klar. Also es muss die dicke Graffe verwendet werden irgendwie. Es muss irgendwie eine Uhr verwendet werden. Es muss ein Schmetterling verwendet werden. Es müssen die Zahlen verwendet werden oder eine von diesen Zahlen zumindest. Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Was machen wir jetzt mit diesen Sachen hier?
So, das ist Barbara. Okay, Giraffe, Schmetterling. Hat er den Kopf von der Giraffe, den Schmetterling? Ich weiß es nicht. Schmetterlingsohren, vielleicht mal kriegt sie so große Ohren. Vielleicht machen wir aus dem Schmetterling eine Halsschleife. Oder ganz was anderes. Oder wir kleben es einfach hinter die Giraffe. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Die Giraffe hätte ich ja gerne gehabt für den Tag von der Manuela Keller. Ne? Da hätte das ja viel besser dazu gepasst. Also bei dem bin ich jetzt echt irgendwie ein bisschen überfordert. Ne? Das sind auch so Teile, wo ich mir denke, mein Gott, Rhonda. Rhonda, was hast du getan? So, wir haben hier so einen Nautilus und wir haben hier eine Möwe. Ja, das ist eine Möwe. Ist klar, das sehe ich ja, dass das eine Möwe ist. Wollte mir auch nicht sagen. Ja, wir können auch die kleine Möwe da oben noch hinsetzen, ne? So eine kleine und eine große. Das sieht ja doof aus, oder? Das ist doch bescheuert. Klein und groß ist doch doof. Wenn wir die Möwe da hinkleben, aber nicht so, weil wenn ich die so hinklebe, sieht es aus, als ob sie einen Angriff auf die Kinder startet. So, guckt mal. Das sieht doch total bescheuert aus, oder? Ist total gaga. Also das geht auf keinen Fall. Wenn kleben, dann auf jeden Fall so. Nach oben hin fliegend. Aber ob mir das gefällt, weiß ich nicht. Muss ich die alle verwenden? The seashells count as one item. Okay. You must use them all. Ach, ich weiß nicht, Leute. Was soll ich machen? Was soll ich machen mit den Teilen? Ich bin wirklich überfordert mit den Dingern. Echt jetzt. Da ist so eine Schildkröte. Das sind alles so Watercolor-Sachen eher. Ja, die Muscheln. Die Muscheln muss man alle verwenden. Dann habe ich noch dieses grüne Ding hier. Dieses seltsame. Das würde ich am liebsten einfach so verschwinden lassen unten drunter. Ne? Das könnte, dieses Seaweed. Das lassen wir irgendwie so verschwinden. Weiß auch nicht, ist das irgendwie brauchbar? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwie ist das alles ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ich bin nicht so happy mit den Dingern. Ja, so gar nicht, nein. Was machen wir nur? Was machen wir nur? Also für mich passt das jetzt irgendwie alles gar nicht richtig zusammen, aber diesen Tag lege ich jetzt mal so auf die Seite, wie er ist. Wie ich es hingelegt habe und denke nochmal drüber nach. Circles habe ich gemacht. Also die Bedingungen von Rhonda habe ich eigentlich erfüllt. Gell? Ja, gut. So, jetzt bei Luise. Jetzt schau mal Luise. Das ist Luise. So. Okay, wir haben diesen Bub. Moment, wir haben das alles noch in verschiedenen Größen. Wir haben das Bübchen hier. Den Groß und den Kleinen. Wir haben Fische, Fischlis. Fischlis und Fischlis. Müssen wir alle Fische verwenden? Nein, ich glaube nicht. Wir haben Zahlen. Zahlen sind immer gut. Auch in Groß und in Klein. Dann haben wir diesen Kugelfisch hier. Oder, ja, aber den verwende ich wahrscheinlich nicht, weil ich den nicht fussy cutten kann. Muss ich aber auch nicht, oder? The fishes and numbers are one item. Okay. Ich muss ja nicht. Von einem Element muss ich nicht alles verwenden, oder? Nein, muss ich nicht. So, dann haben wir das Bübchen. Das Bübchen. Er sieht so aus, als hält es sich an der Reling fest, weil der hat irgendwas in der Hand, der Bub da. Der hat da irgendwas in der Hand. Seht ihr das überhaupt? Stellt das Ding überhaupt irgendwie scharf? Ich weiß es nicht. Der hat irgendwas in der Hand und es sieht ein bisschen so aus, als würde der sich an einer Reling festhalten. So, deswegen habe ich mir gedacht, wir machen hier unten ein Stück von diesem Maßband hin. Und Moment, ich brauche eine andere Schere. Die da vielleicht, ja, die könnte gehen. Und da steht der drauf. Und dann machen wir noch einen schmaleren Streifen von dem dunklen Zeugs dahin. Weil
das will ich jetzt da unten drüber kleben. So, das klebe ich da unten drüber. Das ist ein bisschen dimensional, wird das Ganze. Das ist zwar nur die Anforderungen bei Barbara. Da habe ich allerdings noch keine Idee, wie ich das dimensional bekomme. Und welches Element ich da noch einfügen kann. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch egal, ne? Das ist ja auch komplett wurscht. So, den Bub, den kleben wir da hin. Moment, aber noch nicht. Jetzt noch nicht. Der kriegt auf jeden Fall hier einen Cut in seine Finger rein. Denn der hält sich ja irgendwie an einer Reling fest, gell? Der hält sich jedenfalls an irgendwas fest. So, ist ja auch egal, an was der sich festhält, ne? Der steht hier unten auf dem Dingsbums da und hält sich fest an irgendwas. Jetzt weiß ich noch nicht, an welchem Streifen der sich festhält. Vielleicht an dem oberen. Haben wir den schon verwendet? Ja, den haben wir schon verwendet. Den vielleicht noch nicht. Ich schneide jetzt immer auseinander hier. Man könnte die auch am Stück verwenden, diese Dinger. Das ist übrigens ein ziemlich cooles Material hier. Also wenn ihr das Freebie von der Luise noch nicht runtergeladen habt, vielleicht möchtet ihr das tun, allein wegen dieser Ruler hier, wegen dieser antiken Lineale. So, einfach so ein Zentimetermaß, ne? Der hält sich an dem Zentimetermaß fest, der Bub, ne? So, das ist die Reling, so. Ne? Ja, so sieht's aus. So, was ich da unten jetzt noch machen möchte, ist so einen Fisch hinkleben, aber nur ein Stück von dem Fisch. Man sieht nur einen Teil davon. So. Das kommt nämlich da unten hin. Oben drüber, so. Yep. So, dann kleben wir den Bub auf, aber den Arm lasse ich ein bisschen locker. Den hier oder so eine Matrose oder wie auch immer. Ah, der kommt jetzt mal da drauf. Ach Gottchen, ach Gottchen. Könnt ihr überhaupt was erkennen? Ein bisschen mehr holen. So, okay. Also hier unten ist jetzt mal einer von diesen komischen Fischen. Ja, diese Tiefseefische. Jetzt wollte ich eine Reling kleben, und zwar aus dem hier. Die muss ja ziemlich genau da eingefädelt werden. Und ich überlege gerade, ob ich dieses Maßband dann nach hinten rumgehen lasse. Ist das nicht, aber das ist vielleicht zu kurz, oder? Vielleicht sollte ich dieses hier nehmen, das ein bisschen länger ist. Moment, schneiden wir das mal runter. Ich muss da was drauflegen, glaube ich, damit das richtig trocknet. Das muss jetzt dann erstmal zum Trocknen auf die Seite. Dann machen wir weiter mit, jetzt schauen wir uns mal das hier an, was wir da für Sachen haben. Gut, wie wäre es, wenn wir die Uhr da oben hin machen auf den Tag? Ganz oben hin und da einfach da das Loch reinstanzen. Das wäre eine Möglichkeit. Ist aber auch ein bisschen langweilig, ne? Da fällt mir jetzt irgendwie gar nichts Gescheites ein bei dem. Ich weiß auch nicht. Irgendwie fehlt mir da gerade Hand-drawn Flower und Vibrant Color und irgendwas Dimensionales. Oh, Dimensional Packaging Beads etc. Packaging, ja, das wäre vielleicht was. Moment, Packaging, ja. Packaging wird gehen, oder? Da haben wir bestimmt was. Moment. Ich weiß, jetzt weiß ich, jawohl, ich nehme Packaging. Packaging, hier. Packaging aus dem Schuhkarton. Das nehme ich. Und ich brauche davon nur ein Stück, hoffe ich. Ich habe die Idee des Jahrhunderts. Ich werde das jetzt hier so krumpeln. Krumpel, die Krumpel, die Krumpel, die Krumpel, die Krumpel. So, ja, das wird jetzt komplett so gekrumpelt. Und zwar so. Ich weiß nicht, ob das geht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Dass ich dann die Giraffe da oben drauf kleben kann. Bedeutet, ich muss das vermutlich hier mit irgendeinem Kleber einmatschen. Und dann dauert das wahrscheinlich wieder 8 Stunden, bis das trocken ist. Aber okay. Es ist jetzt meine Idee, ja, etwas Dimensional Dingsbums da reinzubringen, ne? Also müsst ihr jetzt auch mal einfach so hinnehmen.
alles, was ich da jetzt gematscht habe. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Meine Kamera ist schon wieder ausgefallen und hat rumgesponnen. Es ist eine Katastrophe mit dem Ding. So, das muss jetzt in Giraffenform irgendwie auf den Tag drauf. Irgendwie, so wie die Giraffe da ist, mit dem Hals und dem ganzen Schnick und Schnack, muss das da irgendwie drauf. Also dimensional ist das mal definitiv, würde ich sagen. Das ist sogar ganz schön dick, das Zeug. Das ist ein bisschen so wie Pappmaché machen, ne? Wie Pappmaché irgendwie. Ja, so kommt mir das jetzt gerade vor. So, das muss jetzt ungefähr 48 Tage trocknen, bis ich da weitermachen kann, ne? Ich habe gedacht, bei Luise muss es lange trocknen. Oh mein Gott, ich lag so falsch. Gut, ich habe das Dimensional eingearbeitet. Moment. Ach du Schande, ist das klebrig. Bei den Temperaturen mit Kleber arbeiten. Wie verrückt muss man eigentlich noch sein? So, gut. Ich habe, was habe ich denn? Was habe ich denn jetzt gemacht? Dimensional 3D bei Barbara habe ich verwendet. Gut, bei Barbara habe ich 3D verwendet. Ja, das ist gut. Handgemalte, eine herausstechende Farbe muss da noch hin. Oh, oh, oh. Irgendwas Oranges. Oder eine Blume. Wie wäre es mit der Blume? Herausstechende Farbe? Das ist eine herausstechende Farbe, oder? Ach Gott, okay, dann halt nicht. Was haben wir hier? Guck mal hier. Was ist denn damit? Wenn wir das an den Tag hin machen, das ist doch eine herausstechende Farbe, oder? Wir haben diesen Schmetterling, der hat diese Farbe. Ah, das wäre doch was. Die Zahl könnte man natürlich da oben hinbacken. Gefällt mir aber so nicht. Ich mag die so nicht. Ich schneide die aus. Ich finde die so doof. Die ist mir zu, das ist mir zu schwarz außenrum. Und da ist ja jetzt eigentlich fast, da ist ja gar nichts Schwarzes auf diesem Tag. Und irgendwie ist das blöd, da etwas Schwarzes zu machen. Ist doch voll doof. Ich finde es total blöd. Ja, muss weg. Ja, viel besser, genau. Viel, viel besser. So, dann schneiden wir das aus. Ich muss aber nicht alle Zahlen verwenden, oder? Wie war das? Muss ich alle Zahlen verwenden? Using all 5 elements. Number plates. Okay, ich muss ja nicht alle 5 oder alle 4 Zahlen verwenden. Waren das überhaupt 4? Nee, alle 3. Genau, ich muss ja nicht alle 3 verwenden. Ich muss nur etwas von diesem Element verwenden. Ich kann das Element auch auseinanderschneiden. So, aber so gefällt mir die Zahl ja schon viel besser. Viel, viel besser. Oh ja. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt auf die Zahl ein paar Blätter malen. Mit einem feinen Stift. Dann habe ich nämlich auch schon ein pflanzliches Element verwendet. Handgezeichnet. Handgezeichnet, genau, das machen wir, ne? Wir malen da einfach so ein paar Blätterranken drumherum. Die habe ich einfach komplett ausgeschnitten, weil ich diesen schwarzen Rand nicht wollte. Und dann habe ich da so ganz kleine Ranken drauf gemalt. Seht ihr die? Ja, so ganz kleine Ranken, einfach von Hand da drauf gemalt. Damit ist der Punkt von Barbara, handgemalte Pflanze, abgehandelt. Hier fehlt jetzt nur noch eine herausstechende Farbe, habe ich aber schon beschlossen, dass das orange sein wird. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich das hier draufklebe auf die Uhr. Da gucken nämlich diese 2 und diese 4 raus. Und das dann als Element verwende, sodass man die Uhr gar nicht sieht. Weil eigentlich, was macht die Uhr da? Also ich weiß nicht, was die Uhr da soll. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Den Schmetterling, den werde ich kurz ein bisschen inken. Bei der Barbara darf man ja Farben verwenden, oder? Ja, darf man, oder? Moment, lass nur mal schnell schauen. Okay, ja, darf man. Ich mache die ja eigentlich alle nicht Vintage jetzt, die ganzen Sachen. Ne? Die sind nicht Vintage. Ich mag diese Vintage-Sachen total gerne, aber ich finde, es muss nicht immer alles Vintage sein. Ne? Ist nicht nötig. Ist nicht nötig, braucht man nicht unbedingt machen. So, der wird jetzt ein bisschen dimensional auch noch gemacht. Das heißt, ich
habe einen Schmetterling verwendet, ich habe die Zahlen verwendet, ich habe die Giraffe verwendet, ich habe sogar die Uhr verwendet. Auch wenn man die dann nachher nicht mehr sieht. Jetzt schneide ich das mal hier aus. So, jetzt ist nur die Frage, wo kleben wir das hin? Ne? Das hier soll oben dran. Vielleicht kriegt der Tag das Loch hier auch mal auf die Seite, vielleicht auf diese Seite. Und ich klebe das nur hier hin. Ich weiß es noch nicht. Ich überlege noch. Ich überlege noch, Leute. Ne? Ich kann das ja auch noch woanders hinkleben. Ihr braucht jetzt hier nicht rumdrängeln. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Das Ding hängt dann ja auch genau vor der Giraffe, ne? Wenn ich das so mache. Wie mache ich das denn bloß da dran, sodass das gescheit wird? Da unten ist ein Knoten drin. Vielleicht kann ich den aufmachen. Diesen Knoten da, der ist heute fest. Ah, verflixt. Warum ist der so fest? Wer hat mir das? Irgendjemand hat mir das in der Happy Mail geschickt. Und warum zum Henker ist der Knoten da unten so fest? Das macht man doch nicht. Das ist doch ganz klar, dass ich das anders verwende, als es gedacht ist ursprünglich. Aber jetzt bewegt sich was. Ah, jetzt bewegt sich was hier. Ja, ja, ja. Jetzt. Jetzt kommt was. Ah, so, schon besser. Okay. Jetzt haben wir hier diese Schnur. Ich könnte das natürlich auch aufmachen und nur diesen Bommel da nehmen als Pop-Off-Collar, ne? Einfach nur so einen Bommel da reinbummeln lassen. Bommeln lassen, wie wäre das? Wenn wir da einfach nur so einen Bommel lassen. Oder wir machen nur diese komische Blume da oben. Das wäre auch eine Möglichkeit, nur diese Blume dahin zu machen. Immer diese Entscheidungen. Ich muss das echt auseinanderschneiden, das Teil. Das hilft nichts. Ich schneide es da oben ab. Dann nützt nichts, ja. Ich mache das jetzt einfach. Ist wie es ist. Ihr braucht euch nicht beschweren, Leute. Es ist alles gut. Alles wird gut. Da ist ja immer noch was von übrig, ne? So, Pop of Color. So, jetzt machen wir da oben ein Loch rein. Dann haben wir eigentlich einen Tag. Fertig. Fast fertig. Also fast fertig, ne? Beinahe fertig. So, ich nenne das mal beinahe fertig. Ja, so ist doch okay. Gut, die Blume da oben raus. Damit ist der Tag von Barbara fertig. Alles verwendet, Pop of Color, gemalte Blümchen, alle Teile verwendet. Immerhin, wir sind mit einem schon mal durch. Sehr schön. Aber wir haben noch zwei weitere Probleme. Es ist schwierig, nach wie vor. Es ist schwierig. Ich muss noch mal was machen mit Handschrift. Nämlich die Kritzelei auf Luises Tag. So, das weiß ich noch nicht, was wir da jetzt machen. So, wo ist der überhaupt? So, der ist ja jetzt trocken. Ja, so halbwegs trocken, das, was ich wollte. Gut, wir haben diesen Fisch da unten aufgebracht. Wir haben noch keine Zahl verwendet. Zahlen müssen noch irgendwie. Irgendwie noch drauf und vielleicht noch ein paar Fische. Mal gucken. So, jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Fake Rost. Ja, ich habe alle Teile da, glaube ich, verwendet. Das ist soweit ganz gut. Handwriting. Ich habe Handwriting gemacht. Ja, bei Luise habe ich jetzt das Handwriting. Also hier, das habe ich. Und hier habe ich Handwriting. Jetzt fehlt mir nur noch der Fake Rost. So, und das ist jetzt mein größtes Problem. Wie macht man Fake Rost? Wie macht man Fake Rost? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich was Rostfarbenes habe irgendwo, was man da verwenden könnte. Ich habe wirklich keine Ahnung. Fake Rost. Puh, Leute. Gibt es irgendein Medium, das Fake Rost heißt und was ich verwenden kann?
Das sieht aus wie Schnee. Ja, aber Schnee ist nicht Rost. Und vor allem will ich ja nicht so viel davon haben. Ne? Ich will ja nur ein bisschen Fake-Rost haben. Ich werde mal... Was mache ich denn? Ich bräuchte irgendwas so zum Aufstreuseln, was ich dann... Salz? Sand habe ich keinen. Aber vielleicht kann ich doch so ein paar so Streudinger nehmen. Hier so Streukügelchen oder sowas. Moment. Durchsichtige Glaskügelchen. Das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, oder? Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Die kann man dann anmalen hinterher. Aber dann brauche ich was Dickeres zum Kleben. Das geht nicht mit dem dünnen Kleber hier. Das ist zu dünn. Das wird nicht funktionieren. Ich brauche was Dickeres. Und wo mache ich den Fake Rost denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ups. Sieht jetzt irgendwie ein bisschen aus wie Grießpudding. Oh mein Gott. Ja. So, alles, was jetzt nicht klebt, nicht bei 3 auf dem Baum ist, kommt wieder in dieses Ding rein. Puh, das ist halbwegs gut geklappt. Meine Herren. So, jetzt muss das trocknen. Und dann schauen wir wieder weiter. Dann müssen wir noch den Fake Rost fertig machen. So, aber jetzt kommt das Schwierige. Jetzt kommt das richtig Schwierige. Nämlich der Tag von Rhonda. Der wird jetzt echt am schwierigsten, weil ich einfach nicht weiß, ich habe noch keine Idee dazu. Ja? Die zwei anderen Kinder heben dieses Kind hoch und schaukeln es über dem Wasser. Bedeutet es, dass sie es jetzt reinwerfen wollen? Bedeutet es, dass sie es vor der Schildkröte schützen wollen? Aber ich muss, was muss ich denn überhaupt, Rhonda? Was muss ich denn? Circles habe ich gemacht. Think outside the box. Ja, den Color. Ja, aber... Ich lasse einfach die Color so, wie sie sind, weil ich habe... Ich habe jetzt gar keine großartige Idee, ne? Da ist noch so eine komische... Also Silbern passt irgendwie gar nicht. Wenn überhaupt, das ist auch eine Farbe, die nicht passt. Wenn überhaupt, dann müsste es sowas sein. Wenn überhaupt irgendein Material dazu kommt. Wobei ich mir momentan noch gar nicht sicher bin, ob da irgendwas dazu kommt. Dann habe ich ja hier noch so kleine, so Halbperlenteile. Das sind zerbrochene Perlen, habe ich mal irgendwo in einer Glasbläserei gekauft, in so einem großen Sack. Das sind halt Perlen, die zerbrochen sind in der Herstellung, ne? Einfach kaputt gegangen sind. Aber zum Aufkleben sind die natürlich super, ne? Dadurch, dass die einfach jetzt halb sind, passt das natürlich ganz cool. Das jetzt einfach auf, weil wenn ich das noch lange hin und her schiebe, dann werde ich gaga mit diesem. Also was sich Rhonda dabei gedacht hat, das weiß ich nun wirklich nicht. Ne? Das ist echt das ist echt schwierig. Die Teile, die passen so wenig zusammen, dass es echt schwierig ist, da irgendwas Vernünftiges, halbwegs Vernünftiges daraus zu kreieren. Das ist wirklich, ja, echt eine Hausnummer, ne? Wirklich eine Hausnummer, liebe Rhonda. Da hast du uns was auferlegt. So, jetzt brauche ich hier noch so ein Stückchen von so einem Verbandsstoff oder sowas. Das soll aber wie so ein Netz sein. Kommt jetzt da irgendwie hin. Das sind jetzt ja irgendwelche... ich weiß auch nicht. Die lassen wir mal noch weg. Das Ding hier, das soll natürlich ein bisschen geinkt werden. Das werde ich jetzt von hinten mit was eigentlich? So,
Wir stanzen mit einem Loch. Ich werde jetzt bald fertig sein mit den Dingern. Bald, 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 bald. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ganz froh, wenn ich das fertig bin, weil das ist jetzt wirklich schon ein ultra, ultra langes Video, was ich hier aufzeichne. Es ist schon so lang, dass mein Rechner schon anfängt rum zu spinnen und behauptet, er müsste jetzt unbedingt Feierabend haben. Ne? Also der hat keinen Bock mehr. Und wenn der Computer keinen Bock mehr hat, dann wird es halt schwierig. Dieser Verbandsmull hier war übrigens in einer Happy Mail drin. Ja, der kommt jetzt da oben dran. Ja, so. Genau, jetzt brauchen wir nur noch diese Schildkröte. Und da brauche ich jetzt aber irgendwas Dimensionales. Das heißt so ein dimensionales Klebeband. Das letzte Problem, was dann noch zu machen ist, das ist Rost. Der Rost auf Louises Tag. Ich hoffe, dass das gleich dann trocken ist, was ich da drauf gestreuselt habe, sodass ich das dann irgendwie mit Farben bearbeiten kann. Weil ich nicht genau weiß, wie ich mit irgendwelchen Farben jetzt Rost darstellen soll. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. So, jetzt kommt diese Schildkröte da plastisch drauf. Ja gut, ein paar von den Glasdingern sitzen jetzt ein bisschen doof, ne? Na gut, ist egal. Passt schon. Für mich passt das. So, Rhonda's Tag ist damit auch erledigt. Der bleibt hinten erstmal blanko, da mache ich mir jetzt mal nichts. Da könnte noch was gemacht werden. Irgendwann, irgendwie. Das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht klebe ich da noch irgendwas auf, aber es sind auch nicht so wahnsinnig viele Teile jetzt übrig geblieben. Also ich weiß nicht, ich könnte jetzt da nochmal eine Schildkröte unten aufkleben, oder? Das wäre eigentlich ganz lustig, wenn ich einfach nur die kleine Schildkröte unten aufklebe. Quasi die kleine Schwester von der großen Schwester. Gut, kann dann auch erstmal zum Trocknen weggelegt werden. Und das ist der Rost. Wir brauchen unbedingt irgendeinen Rost. Ich weiß nicht, wie ich den machen soll. Das ist noch alles voller Glaskugeln. Ist das schon trocken? Ja, so halbwegs trocken ist es. Ich könnte jetzt versuchen mit Acrylfarbe. Moment, das versuchen wir mal. Irgendwie eine braune Acrylfarbe. Weil Rost ist ja so braun. Na, das ist so braun irgendwie. Ne, das ist nicht richtig braun. Das ist so rötliches Braun. Moment, wir versuchen das mit Acrylfarbe. Mal ein bisschen ins Bild reinkommen. Mal kurz noch gucken, ob ich hier wieder was abhaken kann. Moment, schauen wir auch mal kurz. Kann ja sein, dass schon wieder etwas fertig ist, was ich abhaken darf. Darf, kann, soll und muss. Ich glaube aber nicht, oder? Doch, warte mal. Fake Rost. Echten Rost darf man nicht verwenden, dann logisch, alle Farben außer bla bla, außer Inks und Embossing Farben, die darf man verwenden. Gut, das habe ich auch erledigt, es fehlt jetzt nur noch der Fake Rost. Okay, ich versuche das mit Acrylfarben, schauen wir mal, was passiert. Ich weiß es nicht, vielleicht klappt es nicht, vielleicht klappt es. So, also Rost ist ja eher so rotbraun, ne? Vielleicht sowas. Vielleicht aber auch sowas. Also ich habe jetzt keine teuren Acrylfarben, ich habe jetzt hier gerade nur so ganz billige, ne? Und manchmal hat Rost auch noch so grünliche Stellen, ne? So, ja, so Grünspan halt, ne? Ist auch manchmal drauf. So, ich habe keine Ahnung. Mal das hier so ein bisschen miteinander vermischen und dann versuche ich das mal hier so drauf zu deppen. Das sieht aus wie Rost, ja, sieht eher aus wie Fischeier, ne? Fischrogen sind das jetzt. Das ist kein Rost. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Das sieht irgendwie aus wie Fischeier. Ganz komisch. Ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, die würde besser decken, die Acrylfarbe. Aber das tut sie nicht. Ist ja auch eine ganz billige. Das ist wirklich die letzte schrottige Acrylfarbe überhaupt. Irgendwie so für 3,50 vom Action. Ja, man sieht überhaupt keine Farbunterschiede. Ja? Die ist viel zu transparent. Und ja, es schaut ja ganz witzig aus, ne? Wenn man da so transparent was haben will. Ist das ja ganz lustig. Wenn man jetzt eigentlich was Vernünftiges kreieren will, dann ist das halt Mist. Ne? Aber ich glaube, ich habe dann jetzt auch genug gerostet da. Also für mich ist der Rost jetzt zu Ende.
aus die Maus mit Rost. Fertig. So, hier eine Seite für das, für ein Waldjournal oder so. Also dafür ist sie gut geeignet hier. Also wenn ich mir das jetzt anschaue hier, also das ist super. Perfekt. Ganz toll. Ganz toll. Nur für einen Rost ist das nichts. So, jetzt muss ich mal überlegen, was ich noch machen könnte. Was Bronzefarbenes oder so könnte ja auch gehen. Ne? Das ist auch ein bisschen wie Rost. Bronzefarbenes. Irgendwie so sowas vielleicht. Ein bisschen metallisch, Bronze. Das versuchen wir noch. Gell? Komm. Jetzt, wo wir schon dabei sind, machen wir das auch noch. So, jetzt versuchen wir es einfach mit dem noch. Ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Rost-like dann entsteht hier so. Das Metallische halt von diesem Rost, ne? Das muss ja, sind ja immer irgendwelche Metallteile, die dann rosten. Okay, gut. Ich glaube, das ist genug Fake Rost. Für mich ist Fake Rost jetzt auch erledigt. Ich habe Fake Rost gemacht. Kann ich wegstreichen. Fake Rost erledigt. Ich bin fertig. Ich muss nur noch hier irgendwas dranhängen. Ich weiß jetzt nur noch nicht was. Jetzt habe ich da ein Loch reingestanzt, aber vielleicht war das ja auch eine doofe Idee mit dem Loch. Genau, das war ja eigentlich eine doofe Idee. Ne? Loch war blöd. Das ändern wir jetzt mal kurzerhand noch. So was machen wir dahin, ganz genau. Und das machen wir jetzt einfach schlicht und ergreifend mit einem doppelten Klebeband da drauf. War eine tolle Herausforderung, das Ganze. Also ich hätte jetzt keinen Bock gehabt, da drei Videos draus zu machen. Yes, Maria, ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich muss nur noch ein bisschen distressen. Jetzt nur noch was auf der Rückseite von Barbaras Tag und das mache ich jetzt schnell noch. Auch da möchte ich das Schwarze von dieser 8 weg haben. Wenn wir wieder 2 und 4 nehmen. 110 und 8. Ja, vielleicht machen wir wieder 2 und 4, oder? Das ist eigentlich ganz witzig. Wenn die da rausgucken, die beiden Zahlen. Liebe Leute, es ist fertig. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Alle drei Tags fertig. Alle fertig. Und ich bin auch fix und fertig. Ich schaue noch jeden jetzt nochmal an, ob alle Bedingungen erfüllt wurden. Also ich fange mit Barbaras an. Das war Barbaras Freebie. Sie hat gesagt, mach einen Tag. Verwende alle 5 Elemente. Wir haben die Giraffe verwendet, diesen Untergrund verwendet, den Schmetterling verwendet, die Zahlen verwendet und die Uhr verwendet. Hinten ist auch nochmal die Uhr, die Zahl und der Schmetterling drauf. Also ist alles verwendet. Dann hat sie gesagt, eine herausstechende Farbe sollen wir verwenden, also eine leuchtende Farbe. Das ist hier das Orange, das taucht auch im Schmetterling wieder auf. Hier oben ist auch das Orange dran, also ich finde, leuchtende Farbe ist damit erfüllt. Dann sollten wir etwas handgezeichnet, handgezeichnete Pflanze oder Blume irgendwo unterbringen. Ich habe hier auf der Zahl diese Ranke aufgemalt, ja, von Hand. Und dann sollten wir etwas Dimensionales aus unserem eigenen Bestand verwenden. Das habe ich auch getan. Also erstens mal ist es hier dieses geknotete Baumseldings und außerdem habe ich unter die Giraffe ein zerknülltes Packpapier geklebt, ein graues, weil grau passte für mich jetzt hier irgendwie besser dazu. Also ich würde sagen, alle Bedingungen erfüllt, alle 5 Teile verwendet, Challenge erfüllt. Nummer 1, Barbara, ist erfüllt. Wunderbar. Gefällt mir sogar ziemlich gut jetzt. Also am Anfang habe ich gedacht, mit denen kann ich nichts anfangen mit den Teilen, aber jetzt gefällt es mir recht gut. Machen wir weiter mit Rhonda. Rhonda, das war sehr schwierig für mich. Also dieser Tag war für mich der allerschwierigste, weil der hat mir keine Geschichte erzählt irgendwie. Und ich fand, dass die Teile, dieses Vintage-Teil und diese Watercolor-Elemente für mich nicht richtig zusammengepasst haben. Also die waren nicht im gleichen Stil, für mich haben die nicht zusammengepasst. Ich hoffe, dass trotzdem ein
akzeptabler Tag entstanden ist aus dem Ganzen. Wir schauen mal, was ob erfüllt wurde. Seashells, you must use them all. Also alle Muscheln sollen verwendet werden, habe ich gemacht. Die habe ich alle da unten auf einen Haufen geklebt. Circles in some way habe ich auch gemacht. Hier sind die Löcher reingestanzt. Da unten in der Kante auch, aber die Kante sieht man nicht mehr. Aber hier oben sieht man die Löcher. Also Circles sind erfüllt. Kaffeefarben und so weiter habe ich nicht verwendet. Ich habe nur Ink verwendet für das Ink in der Kante und für diese Schildkröte. Die habe ich auch ein bisschen abgemildert mit Ink. Additional Items, okay, ja, habe ich auch. Ich habe hier diese Glasteile aufgeklebt und hier oben noch so ein Netz und hier so ein Netzzeugs auch. Ne? Ich würde sagen, erfüllt, Challenge erfüllt, Rhonda. Das dritte ist der Tag von Louise's Freebie. Schauen wir, was sie haben wollte. Imitate some Rust, das habe ich gemacht, also Rost imitiert. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, es schaut nicht wirklich aus wie Rost. Ja, ich wusste nicht richtig, wie ich es machen soll und ich hatte auch kein passendes Material irgendwie zur Hand. Aber ja, man kann sich einbilden, es wäre Rost. Es gibt dem Ganzen irgendwie sowas Dimensionales, sowas Plastisches. Und ja, warum nicht, gell? Warum nicht? So, dann sollte man noch Own Handwriting sollte man noch unterbringen. Auch das habe ich erfüllt, denn auf der Rückseite des Tags habe ich ein Logbuch geschrieben. Falls ihr das nicht lesen könnt, da steht Logbuch Südsee. Nach 538 Tagen auf See sahen wir grässliche Seemonster. Waren sie wirklich echt oder halluzinierten wir schon? Ja, okay. Eigentlich hätte ich hinschreiben müssen, sahen wir 25 grässliche Seemonster. Das ist mir aber später erst eingefallen. Okay, ich habe die Zahlen verwendet, ich habe den Bub verwendet, ich habe die Maßbänder verwendet, ich habe die Fischlis verwendet und ich habe den Untergrund verwendet. Alle fünf Teile verwendet. Ich würde sagen, auch das ist definitiv erfüllt. Und damit habe ich jetzt endlich Feierabend. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!